Das ist der Heso-Talk von Jump TV. Herzlich willkommen. Hier zu Gast bei mir der Kevin Kurt, Leiter vom Prinzen und Jungschwingen vom Schwingverein Solothurn. Kevin, schön bist du hier. Danke für die Einladung. Ja, der Heso-Jungschwingertag. Ist Tradition an der Heso, schon fast wie der Heso-Berliner, gell? Du uns doch mal ein bisschen erzählen. Nächsten Samstag ist es wieder soweit. Was wird dort stattfinden? Sagt Schwingfest findet statt. Wir haben dort für unsere Jungschwinger so Ende Saison als Abschluss noch ein Schwingfest organisiert, wie aber auch für unsere Prinzen. Das sind die ganz Kleinen, die vierjährig bis siebenjährig dürfen starten und endlich mal vor den Zuschauern dürfen zeigen, was sie können. Was sie hier immer üben in den Trainings fleissig und mal vor dem Grossätigen, Geschwisterten können Wettkampf starten. Genau, und zwar Wettkampf, wie wir das auch schon bei den Grossen gesehen. Es gibt nämlich auch Kampfrichter. Vielleicht kannst du auch ganz kurz noch die Regeln erklären für alle die, die noch nicht so sattelfest im Schwingsport sind. Wie geht es dort zu und her? Ja, wir haben seit 2 Jahren jetzt wirklich offizielle Kampfrichter, die auch an den grossen Schwingfestien Kampfrichter, bei den Aktiven wie aber auch bei den Jungschwingern. Das ist auch professionell geworden. Früher haben das ehemalige Schwinger gemacht, ohne Ausbildung. Und jetzt sind wir im 2. Jahr, wo wir hier wirklich die professionellen Kampfrichter haben vor Ort. Aber bei den Jungen gelten hier die gleichen Regeln schon wie bei den grossen Starken? Oder machen Sie hier noch ein bisschen, bei den Prinzen noch ein bisschen Differenzen? Nein, es wird genau gleich benotet. Okay. Das heisst, für einen attraktiven, verlorenen Gang gibt es ein 8-7-5. Wenn man nichts gemacht hat und im ersten Zug verliert, gibt es ein 8-50. Das wird differenziert. Wie auch bei einem Gestellten. Bei uns heisst das Gestellten. Und nicht genau. Ein Unentschieden. Genau, also das gibt es auch schon bei den Kleinen. Das gibt es auch schon. Die werden auch differenziert. Ja. Für einen schönen Gang gibt es ein 9. Und wenn man nichts macht und dann noch ein bisschen umstoßt im Sattmau, gibt es ein 8-7-5. Also die Jungen lernen das wirklich von der Pike auf. Und wie das aussieht und was dort so abgeht, wir haben einen kleinen Einspieler für euch. Ja, Kevin, du kommst selber auch aus dem Schwingsport, gell? Aber zu deiner Zeit hat es definitiv noch kein Prinzenschwingen gegeben. Wie ist das entstanden? Vielleicht kannst du uns doch etwas erzählen. Ja, das ist eigentlich bei uns ganz einfach entstanden. Wir waren ein paar Leiter oder ehemalige Schwinger, die halt auch Kinder haben, zum Glück. Wir haben dort Zurfle Damian, der einen Sohn hat, der Zindu Thomas mit 2 Söhnen. Natürlich auch noch Töchter sind auch vorhanden. Meine Wenigkeit mit 2 Gielen. Und dann hat man hier angefangen, mal zu schauen, gibt es eine Möglichkeit, dass man hier schon mit 6 oder 5 oder 4 schon kann einsteigen, Schwingsport. Normalerweise ist 8, gell? Genau, in jedem Verein gibt es eigentlich so, ein bisschen so Grenzen. Mit 7 können sie anfangen, wenn sie natürlich auch eine Voraussetzung haben vom Körperbau. Und wir haben gesagt, wir probieren das mal. Vor allem Zindu Thomas hat das ins Leben gerufen bei uns. Und dann haben wir dort ganz einfach gestartet, einmal im Monat ein Training an einem Samstag. Aber noch so ein bisschen locker spielerisch, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, jetzt sind wir natürlich professioneller unterwegs. Früher, du kannst dir das vorstellen wie in der Schule. Ja. Wir haben Prinzen von 4-jährig bis 7-jährig, das ist so ein bisschen die Spielgruppe. Und dann kommt man mal in den Kindergarten, das ist, da kann man schon mit 8 an das Schwingfest. Da kennt man alle Ein- und S-Grundschwünge, die man halt vom Schwingen her hat. Und dann gibt es die Fortgeschrittenen, also mit 10, 11, 12 kommen die individuelle Förderung bei uns.
Und dann haben wir noch die dritte Gruppe, das sind unsere Nachwuchsschwinger. Die bringen wir so weit, dass sie den Übergang zu den Aktivschwingern auch souverän machen können. Und das ist ein bisschen Gefahr dort, dass sie dann, wenn sie in die Lehre gehen, abspringen. Ja. Und das also wir begleiten die Jungen wirklich, und das ist auch das Ziel, wenn man sie wirklich schon gleich hält, dass man sie aber auch weiterhin kann begleiten kann. Ich staune ja immer wieder den Schwingsport generell, wie beliebt der in der Schweiz ist. Und zwar wirklich bei Jung und Alt, bei Mädchen und Buben. Ja, das ist extrem. Wir haben jetzt gerade die Corona-Zeit natürlich, oder die Gänge, wir sind noch drin. Wir haben über ein Jahr keine Werbung gemacht. Vor 14 Tagen haben wir uns entschieden, dass wir noch ein Prinzentraining machen, ein offizielles am Samstag. Und unsere drei Leiter, die das geleitet haben, wir sind Leiter nicht rum, wir haben dann als Gast nehmen dürfen, schwingen mit unseren, sind ein bisschen überrennt worden, sind 24 neue Prinzenschwinger dort gesehen und die jetzt seit 2 Wochen regelmässig ins Training kommen. Das ist extrem und es ist auch schön, dass man unseren tollen Sport so kann weiterführen kann und dass der Nachwuchs so mehr ist. Wir hoffen, das bleibt auch so. Ich meine, andere Vereine träumen von dem, dass die Jungen so einfach zulaufen. Dieses Jahr findet er statt, der HESO Jungschwingertag, nächsten Samstag. Es sind spezielle Bedingungen, das wissen wir, 3G. Jetzt bezüglich Publikum und Zuschauer. Wie seid ihr da unterwegs? Ihr macht es mit Anmeldungen, gell? Hast du vorhin gesagt. Genau, wir sind mit Anmeldungen bei den Jungschwingern. Wenn man sieht, wir haben insgesamt mit den Jungschwingern und Nachwuchsschwingern kommen wir auf 32 Jungschwinger. Und von diesen 32 sind nächstes Samstag 30 am Start vom Schwingclub Solothurn. Von den Prinzen mit den 24, die wir haben, wissen wir aktuell, dass wir 12 am Start haben. Und die umliegenden Schwingclubs haben sich leider noch nicht angemeldet. Dort haben wir noch keine Rückmeldung, wie das aussieht. Aber die Prognose mit 50 Jungschwingern und mit so 25 Prinzenschwingern wird es auch schon wieder haben. Das wird auf jeden Fall ein tolles Fest. Ich bin gespannt. Jetzt, du selber bist auch noch ein bisschen an der HESO unterwegs. Oder wo trifft man dich? Weil das Schwingerzelt zum Eis ziehen, das gibt es ja leider nicht dieses Jahr, oder nicht mehr? Ja, das ist ja so. Aber nächstes Jahr wird es wieder geben. Mich trifft man überall ein bisschen an. Ich bin Familienvater und natürlich viel mit den Kindern unterwegs. Und mit machen der die Frau. Da auch mit übrigens? Sind die schon so weit? Ja, ja, die 2 Gielen, die schwingen beide. Ja. Und das Mädchen schwingt noch nicht. Ist auch noch zu klein. Es braucht aber auch noch Zuschauer, die können wir anfühlen, genau, in dem Fall nächsten Samstag. Ja. Gut. Sind wir gespannt, freuen wir uns drauf. Wünschen euch toi, toi, toi natürlich einen tollen Anlass. Und ich sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war der HESO-Talk. Schön, dass ihr dabei war. Merci vielmals, Kevin. Danke dir.